Hallo ihr Hübschen, was geht ab an dem schönen Freitag? Wochenende, oh, die Hände, Wochenende, zicke, zacke, hoi, hoi, hoi. Ihr seht schon, ich bin schon richtig gut gelaunt, richtig gut gehypt, das heißt, oh, es geht, JBSF, lass den Chemikanten da mal chemisches Kloaken schnüffeln. Könnte man fast sagen, ist jetzt schon fast wie bei dem schönen Spiel bei FC Chemokloaken ging, ne? Ja, nein. Auf jeden Fall schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr wieder mit reinschnuppert. Ja, ich starte mal den Hobel da. Der Hobel, der wäre schon der Schöne. Wir haben nämlich heute 3 Tonnen Schwefelsäure nach Breslau zu fahren. Und ich habe nur gedacht, da kann es eigentlich gar nicht mehr werden. So. Haben wir dann alles auch fertig? Nein, haben wir nicht fertig. Du bist doch ein Spiel, mein Freund. Nein. So, mit 3 Tonnen sollte eigentlich klarkommen. Das freue ich doch mal. Und ja, diese erotischen roten Schnellergurten da, die aufpassen. Die schnallen dich an, Freunde. Die holen dir jetzt aber richtig einen weg hier. So. Ja, die schöne BASF. Erstmal das Mikro da richtig hinlutschen. Da wollen wir gleich mal hingehen. Achso. Da sollte man auch mal das Gäschen reingehen, ne? Weil. Ohne Gas, kein Gas, ne? Sind aber heute auch noch 5 Kilometer. 5 Kilometer, 500. Hoppala. Na, meine Freunde, wie sieht's aus? Lass da den Hobel heute auch mal raus. Am 29. bis zum 31. Leute, hype, hype, hype. Wir werden da auf jeden Fall mal richtig gut reinhauen, denn da fahren wir nämlich auch ja mit dem Renault. Hi. Und da werden wir mal so richtig in den Genuss kommen. Tagestourfahrten zu machen. Ah ja. Schönes Ding, schönes Ding. Bin mal gespannt, was uns dann halt erwarten. Was uns heute erwarten, was uns heute erwartet. Junge, 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 du hast heute ein Deutsch gelernt. Liegt daran, dass ich schon seit 3 wieder bei Pavel im Stream rumhänge. Ich glaube, der wäre schon nur der beste berauscht durch die schönen Backwaren hier. Oh yeah. War nicht denken, dass er nicht ist, ne? Also, Pavel weiß Bescheid. So, dann wollen wir mal. Ja, der Blinker hier, der hat schon ordentlich was drauf, ne? So. Freunde, wenn wir ETS fahren, dürft ihr auf jeden Fall den Voice benutzen während der Fahrt. Das habe ich auf jeden Fall mal so gedacht. Also so eine kleine Tagestour ist, passt das Ganze. Das heißt, wir werden auf jeden Fall realistisch fahren. Uhrzeit weiß ich noch nicht, wann ich anfange. Kommt drauf an. Denn die Spedition braucht Geld und ADR-Fahrten sind momentan für den aktuellen Frachtpreis, den wir gerade haben, sehr speziell. Abgesehen, dass man noch 137.000 fahren. Ne? Warum? Ja, seht euch die Spritpreise an, da wisst ihr Bescheid. Eieiei. So. Ah, dann laden wir den Hobel.
So, jo, der gute Hobel. Jetzt ist schon ein bisschen komisch, dass die Aufnahme da besser ist. Mit dem einen dazu fahren als mit dem anderen. So, Streckenführung, Freunde. Denn deswegen ist das nämlich gerade auch World of Trucks geschuldet. Genau. An Nürnberg vorbei, der 5 weiter folgen an Park vorbei. Ja, aber das nenne ich doch mal eine gute Investition. Ich habe heute ein kleines Thema für euch vorbereitet. Und ja, jetzt mal schauen wir, wie euch das Ganze gefällt. Wie gesagt, das ist ja das, was ich machen wollte. Ein paar neuere Themen dementsprechend mal versuchen anzusprechen, zu fragen, was das so ist. Dann schauen wir mal. Dann wünsche ich euch in dem Fall viel Spaß dabei. Ihr wollt nicht so viel Geld für Spiele ausgeben, weil sie zu teuer sind? Dann checkt mal meinen Partner ab. Instem Gaming. Gleiche Spiele für faire Preise. Link unten in der Beschreibung. Also ihr Lieben, dann wären wir schon beim ersten Thema. Wir hatten ja im vergangenen Streams oder in den vergangenen wirklich, ja, sagen wir mal so 16 Stunden, wo wir LS22 auf der Hauptbelero gezockt haben, wirklich das Problem gehabt, dass Mais Plus mit dem Standard funktioniert, aber Mastvieh, Jungtiere und natürlich das Realistische nicht ganz so funktioniert. Fand ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt, weil ich hatte eigentlich schon richtig schön Bock drauf gehabt, das Ganze wirklich realistisch einfach zu gestalten, weil ich würde es halt schon gerne, ob es wirklich draußen genauso ist. Das war einfach mal das A von B zu vergleichen und es ging leider nicht. Wir hatten ja dann auch im Chat, denn grüße Stefan an dich, dass du mir geholfen hast, dass wir uns mal die Thüringen V3 Version mal angucken und natürlich dort auch integriert ist oder integriert worden ist, dass Mais Plus quasi da drin ist, was ja eigentlich auch sehr, sehr, sehr gut ist. Danke auch an dieser Stelle, dass uns Kornhub so eine tolle Map-Verstellung quasi gegeben hat. Und wie gesagt, ich habe es ja schon öfters im Stream oder ein paar Mal im Stream erwähnt oder in den Videos, bin mir gar nicht mehr so sicher, wo zu 70% sagen kann, ja, wir könnten die mal anzocken. Alleine weiß ich jetzt noch nicht, weil wie gesagt, wir haben schon ziemliche andere Probleme. Und ihr seht ja auch schon, dass selbst Star Trek Online, weil ich ja, was momentan echt gehypt wird, weil echt neue Sachen rauskommen, ich da schon ein bisschen hinterherhänge. Und deswegen, naja, ist ja auch der Grund, warum ich sage, lasst uns einfach mal Zeit. Ich will nicht einfach von Spiel zu Spiel hetzen und das möchte ich einfach nicht, weil dann habe ich selber irgendwie keine wirkliche Lust, mich selbst mit den Mods zu vertrauen und das Ganze einfach mal auszuprobieren. Fazit. Mais Plus, Haut Belleron, habe ich quasi deaktiviert. Wir werden jetzt ohne Mais Plus gefahren, das weiter zocken oder weiter spielen. Aber dementsprechend andere Mods ausprobieren und dementsprechend auch mal gucken, was denn so Neues für die Karte geeignet ist. Was ja auch schon mal sehr gut ist, dass halt Position Farming gut klappen tut. Und ich will gar nicht so weit in die Ferne abstreifen, was uns da in Haut Belleron quasi erwartet. Das ist so, ja, das möchte ich einfach im Stream, einfach so just for fun, einfach mal erleben. Momentan ist mir so die, zum zweiten Thema, die Community-Projekte mehr wichtiger. Vor allem das mit Humor und das natürlich mit Knutz, dass wir da viel mehr, also ich habe da viel, viel mehr Spaß daran, das zu zocken auf der LS22, der Osada. Und ich merke auch immer, dass es mehr wird und auch sehr, sehr, sehr viel Spaß macht. Und des Weiteren habe ich gedacht, wird irgendwann auch mal ein Video dazwischen reinkommen mit der Ostsee. Das war nämlich das, was ich nämlich noch nicht bestätigen konnte. Aber jetzt quasi kann ich quasi sagen, genau. Wir werden auch dort
oder ich werde dort mit auf den Community-Server der Ostsee mitfahren oder mitspielen. Fahren tue ich sowieso. Die Frage ist halt nur, habt ihr darauf Lust? Möchtet ihr daraus Videos sehen? Das ist so, ja, die Rückmeldung an euch. Ich weiß, es gibt ja sehr viele, viele Karten, sehr viele Interessenten. Aber mir ist auch wichtig, dass ich halt auch den Content da quasi mal ein bisschen mitliefern soll. Deswegen wäre es auch in der Hinsicht einfach mal schön mit dem Hashtag OstseeKnutzt. Ja, wollen wir sehen. Könnt ihr mir gerne mal unter die Kommentare schreiben. Bei den Community-Projekten ist ja auch quasi das unter Kategorie mit dem Omni 2 Video oder besser gesagt rein Silbergold da auch noch drin. Es ist schön, dass immer wieder Justin und Kixiano, wie gesagt, schöne Grüße gehen raus an euch, die mitmachen und wirklich auch Lust haben. Und falls ihr nämlich heute denkt, dass ihr Justin auf dem Discord antrifft, leider heute nicht. Wie gesagt, er hat ja heute privaten Termin gehabt, deswegen geht es ihm auch heute nicht so gut. Ich habe sie ja heute Morgen schon im LS-Video angesprochen von Osada, aber ja, es macht mir immer wieder Spaß für Rhein Silbergold oder mit Rhein Silbergold den Busbetrieb zu fahren. Ist natürlich nicht so, dass ich Stadtverkehr natürlich nicht fahre. Es ist auch das Problem, wenn du ein Projekt am Laufen hast, dass du halt für die fährst, statt für Stadtverkehr. Das ist natürlich klar, jetzt mal so nur als Beispiel gesagt, aber deswegen heißt ja nicht, dass ich nicht fahren will. Kommt Zeit, kommt Rad, fahre ich auch für die Stadtverkehr und natürlich auch für die anderen Betriebe, die ich natürlich da drin bin. Man sieht es ja. Was mir sehr, sehr gut gefällt, aber ich auch leider erst sehr spät miterfahren habe, war, dass ÖPNV-News sich aufgelöst haben. Fand ich jetzt eigentlich sehr schade, weil ich hatte einfach diesen Kanal sehr, sehr gerne geguckt. War auch sehr informativ. Vor allem, dass die für jedes Spiel oder für jeden ÖPNV-Spiel einfach ein schönes Update gehabt haben. Ja, alle gute Dinge haben auch mal ein Ende. Ich kann es zwar nicht ganz verstehen, aber ich kann nachvollziehen, dass es ziemlich, ziemlich viel Arbeit ist, sich daran zu setzen, die Informationen zu beschaffen und natürlich auch das Ganze ein wenig zu strukturieren, zu sagen, hey, da sieht's aus, das beschreiben wir so, einfach so seine Leidenschaft da drin, die Energie dafür reinbringt. Ich merke es ja auch bei mir manchmal, wie gesagt, ich mache meine eigene Homepage, ich tue quasi sehr viele Sachen selber managen, obwohl ich es lieber habe, dass mir das hier unter die Arme gegriffen wird, aber ich auch in dem Punkt nicht weiß, wie stelle ich das quasi an? Und da sind wir auch schon bei dem nächsten Punkt. Also nicht, dass es heißt, wir hetzen jetzt von einem Punkt nach dem anderen, aber ich möchte euch einfach das Ganze mal ein bisschen beschreiben. Ihr kennt ja selber, wie das sich schwer anfühlt in der Situation oder in der Woche, sich hinzusetzen, die Videos zu machen und sagen, hey, pass auf, da kommt was, aber dann ist man zu spät und dann rennen ein paar Abonnenten oder Follower mal wieder weg und dann stehst du quasi da. Projekte brauchen ein wenig Planung, das ist mir klar, auch wenn ich selber manchmal sage, ey, du bist so lost, du rennst planlos durch die Gegend rum. Deswegen, ich merke es ja auch ziemlich stark, wir nehmen jetzt Beispiel, meine Spedition, ja, man hört wieder Spedition hier, Spedition da. Mir macht es einfach Spaß, diesen Transport-Simulationskanal zu betreiben, aber auch wenn es Fahrgäste sind, auch mit ÖPNV durch die Gegend zu fahren. Ich hocke mich einfach rein, weil ich manchmal so, ja, ich bin nicht der große Pläne-Schmied. Wenn was gefällt, dann fahre ich, macht Spaß und gut ist. Dass es manch anderen nicht so gefällt, okay, kann ich auch nachvollziehen, aber im Endeffekt möchte ich auch das nachvollziehen können, was ich halt plane, was ich spiele, ja, und ist halt nicht für jedermann was halt dabei, kann ich aber auch verstehen. Deswegen habe ich ja auch quasi die ganzen anderen Spiele, Hogwarts Legacy, zum einfach mal so einen Ausgleich zu finden. Aber zurück, um das Ganze jetzt mal mit ETS 2 einfach speziell mal planen zu können oder das Ganze mal vorstellen. Ich bin meistens immer sonntags so,
Normalerweise ist es samstags mal Anfangsstreamtag, wo ich halt für die nächste Woche ab und zu mal was planen tue. Sonst ist es bei mir immer montags. Montags ist aber auch so, boah, das könnte schon problematisch werden. Weil ich stehe fast jedes Mal nur um 3.30 Uhr auf. Das heißt, ich bin dann schon bei Pavel im Stream, um einfach mal ein bisschen Rückmeldung zu haben. Wie sieht's aus? Wann können wir halt mal die nächste Woche halt mal so zocken? Wie ist halt beim Ausfall, weil ihr wisst selber, er streamt ja selber über berufstätig um sein Umfeld. Und ja, weil mir fehlt es auch ganz ehrlich, morgens zwischen 4 und 5, wenn er dann, ja, ich denke so um 5 Uhr fertig ist mit seinem Backen, gemeinsam auf dem Discord und morgens einfach wieder zu lachen. Weil ihr habt es ja auch mal in den vergangenen Streams ja gemerkt, da wo ich auch das Ganze geschnitten habe, es macht einfach Spaß mit ihm zu zocken. Das ist echt ein sympathischer Streamer, echt eine richtig coole Socke. Und ja, dafür, ich fühle mich da einfach voll dabei, also ehrlich, eine ehrliche Haut. Und dafür, dass er den LS für sich entdeckt hat, ist er eigentlich richtig schon cool dabei. Also wie gesagt, da merkt man auch, da kommt Spaß, da ist Emotion, da ist der Fun einfach dabei. Ja, und sonst würde ich das Ganze quasi auch nicht mitmachen. Ich glaube, das ist ja auch verständlich. Nur, dass er mal so einen Einblick auch kriegt, deswegen beschreibe ich auch gerade das Ganze. Wenn wir dann so fertig sind, ist es dann so um 7, 7:30, wo ich dann auch meine Freundin dann, ja, so zwischen um 7, damit ihr zum Netto gehe oder zum Bahnhof bringt, zur Arbeit. Und danach, wenn ich halt heimkomme, ist für mich dann auch erstmal dieses Video, diese Aufnahmen von der Osada erstmal dran zu schneiden. Ne? Und alles Weitere, auch wenn ich dann mir hier immer vorm Bildschirm. Ich habe immer vor meinem Bildschirm die Upload-Karte, wo ich wann welches Video quasi am Tag schneiden soll. Manchmal gelingt mir das nicht immer. Da versuche ich, aber wirklich, ich versuche es wirklich, dann auch zu sagen, hey, pass auf, ich gebe euch auf Discord Bescheid, dass heute leider das Video entfällt, weil ich dazu keine Zeit mehr hatte oder weil mir einfach mal die Zeit dazu fehlte. Ja, und Zeit in dem Fall, wenn auch mal was Privates dazu oder dazwischen halt kam. Das ist auch einfach möglich. Und wenn ich dann selber noch am Montag quasi sage, okay, wir sind ab 10 oder es ist ein Livestream da. Oder sagen wir mal, es ist ein Stream geplant. Und deswegen ist so bei Twitch das Problem, ich lasse die Uhrzeit gerne einfach weg. Wenn wir wissen, okay, der Stream ist dann da und so eine ungewisse Uhrzeit kommt er dann quasi, deswegen lasse ich ja die VODs alle noch frei. Also wie gesagt, da kann dann jeder diesen Stream einfach anschauen, wenn er Bock hat. Klar, das ist dann mal wie Dienstag ausartet, dass es einfach mal 12 Stunden waren. Wow. Ja Leute, also wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen da und gerne auch ein kostenloses Abo. Du kannst mich auch gerne auf meinem Twitch-Kanal live sehen. Check einfach mal unten in der Video die Beschreibung ab. Und natürlich kannst du auch gerne meine Homepage abstauben oder mal drüber sliden, wie auch immer du das möchtest. Unter anderem findest du dort auf der Homepage auch aktuelle Projekte, die da am Laufen sind, oder auf meinem Discord-Kanal für mehr Content. Wie gesagt, danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Euer Waterloo.